Während der endlosen Jahre unserer Sklaverei haben wir viel über unsere Niederlage nachgedacht. Ich denke, wir können den bösen Zauber des Unterkönigs brechen. Ich gehe nun, um weiter Fürst Tiber Septim zu dienen. Befreit nun meine Brüder und gemeinsam können wir vielleicht den Fluch des Unterkönigs brechen. Lebt wohl! Jo, mach mal. Was stört ihr mich? Ich muss den Schrein befreien, damit ich endlich schlafen kann. Es ist schon so lange her, dass ich das letzte Mal geschlafen habe. Ja, dann lass mich gehen. Hier ist nichts mehr. Eine Truhe. Will ich nicht öffnen, kann ich nicht öffnen. So ein Kackgeist, die mir auf den Sack gehen. Mann, wieso zeigt das keine Wirkung? Leckt mich. Ich kill euch gleich alle mit einem einfachen Cheat. Könnt ihr mich mal gern haben. Suchen wir den anderen Geist. Oh, wieder so Kackgeist. Wieso kann ich die nicht töten? Hört mich an. So. Wow. Hey. Das war, glaube ich, eine Falle. Hier geht's wieder raus. Mhm. Was wollen die jetzt von mir? Gerardberge. Muss irgendwo eine Tür sein, die noch bis dato unbekannt ist. Sollen diese verdammte Tür sein? Wo soll diese Tür sein? Ich weiß auch nicht mehr, wie ich das damals gemacht habe. Hier irgendwo sein. Aber hier ist ja nichts. Ja, jetzt bin ich was raus. What the fuck? Ich geht mir gerade sowas von auf den Pisser. Fick dich. So. Auch. Leck mich. Meine Fresse. Geht mir auf den Sack hier. Mal Ruhe besuchen, ey. Gold. Na. Wie tötet man Geister? Ups. Nein. Wie? Also, ich werde. Ja. Ich bin wieder normal gelaufen. Alter. Nee. Ha! Scheiße, kann man nicht gehen. Ich glaube, beim ersten Mal habe ich auch ewig gesucht, ehe ich eine Lösung gefunden habe. Töten. Das ist doch dämlich.
Muss ja mit dem Cheat töten, ansonsten gehen sie mir übelst auf den Sack. Aber hier kommen wir nicht weiter. Ich nehme erst mal eine Fackel, vielleicht sehe ich auch irgendwas. Geht's weiter. Hier ist eine Falle aus irgendwelchen Gründen. Ist nichts. Ich will jetzt wissen, was in der Kiste drin ist. Gold, toll. Das ist das Wertvollste drin. Weil da eine Falle davor ist, aber nee. Irgendwas muss ich da übersehen, hä? Da geht's doch nach draußen. Das verstehe ich nicht. Ganz ehrlich, ich verstehe es nicht. Hallo? Sankt-Tor-Eingangshalle. Nee, raus muss ich nicht nochmal. Also. Ah, Moment. Ich hab's, glaube ich. Genau. Völlig übersehen. Boah, wird er die Kackgeister, ey. Geh mir sowas noch auf den Sack. Ich weiß auch nicht, wie ich die töten kann, außer hiermit. Ansonsten gehen sie mir ewig auf den Sack. Das also. Du Halle der Beurteilung. Na klar, gleich ist da vorne so ein Kacktypi. Da ist noch so ein Kacktypi. Ist da was? Leck mich, ey. Egal. Ja, klar. Nochmal 5 solche Mistgeburten. Ja, ich weiß. Ey, wie soll man die... Wie soll man die sonst töten? Das ist doch dämlich.
groß andere Zauber habe ich nicht. Feuerball, Sternlicht. Rufius. Versteh's nicht. Oh Mann, ich hasse es. Ja, komm doch auf mich zu, nerv mich ab. Und da ist doch gleich der Nächste, der mich abnerven will. Meine Fresse. Wieder runter. Irgendwie. Hallo? Ach, da bist der. Los, komm mal her hier. Ich habe die zweite der verfluchten Klingen eliminiert, die Sankretor bewachen. Dadurch kann sein Geist seinen Gefährten helfen, den Fluch des Unterkönigs vom Schrein von Tiber Septim aufzuheben. Ich sollte meine Suche nach den beiden verbleibenden untoten Klingen fortsetzen. Jo. Ja, genau. Oh, ich hasse diese scheiß Labyrinthe hier in Oblivion. Das ist mir sowas von zum Kotzen. Geist, yay! Yeah. Geist, den wir nicht töten können. Und noch einer, yay! Yeah. Und tatsächlich, da kommt noch einer auf mich zu, yay! Yeah. Oh mein Gott. Meine Fackel ist ausgegangen. Wie wunderbar. Nee, hier müssen wir auch nicht lang.